Ich grüße euch, meine liebsten Zuschauer. Wir befinden uns immer noch hier in diesem kleinen Felsvorsprung in der kleinen Seitenwand unserer Pyramiden-Mall, die ja jetzt um einen kleinen Krämer- bzw. Altwarenladen reicher ist. Den haben wir gebaut, sowie die kleine Fußgängerbrücke dort oben drauf und so weiter und so fort. Jetzt wollen wir uns natürlich einmal kurz von dem Skorpion erschrecken lassen und uns aufmachen, auf zu einem anderen Örtlein, denn Onba hatte die wahnsinnig gute Idee, und das formuliert sie gerade nochmal, dass wir einen Händler auf unsere Insel holen. Haben wir jetzt nicht, deshalb müssen wir ihn erst finden. Und sie meinte, auf irgendeiner Ressourceninsel könnten wir vielleicht fündig werden, wenn wir denn genau gucken würden. Und deshalb wollen wir auch da jetzt hin und auch richtig gucken. Er wird nicht mal gucken können, denn er hat auch kein Leben mehr, der arme Skorpion. Aber sei es drum, ab und zu muss man mal ein paar Opfer bringen. Und damit wir dann auch richtig schön was einheimsen können. Genau. Und deshalb wollte ich mich mal ganz kurz hier zack auf die Karte werfen lassen und hier unten zur Anlegestelle flattern. Denn dort wartet schon der Kapitän auf uns. Und mal gucken, ob er uns vielleicht an einen anderen Ort bringt. An einem Ort, wo wir einen Händler finden könnten. Und ihr seht, aha, wir können jetzt nicht nur wieder nach Wabi Sabi, die Japan-Insel, die wir durch den DLC-Inhalt zurückgewonnen haben, sondern auch zu zwei weiteren Ressourceninseln, die jetzt freigeschaltet wurden durch unseren Fortschritt. Und das ist einmal hier Pika Pika Jima und Goro Goro Jima. 500, 100 brauchen wir hier. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Also zwei weitere Ressourceninseln und auf Pika Pika Jima. Dort werden wir hoffentlich einen Händler finden. Und wir schalten die mal frei. Mit 100 Herzchen dürfen wir diesen Ort anpeilen. Und das ist doch, ach, guck mal an, sieht doch ganz schön aus. Da werden wir höchstwahrscheinlich auch dann dem Namen entsprechend auch Edelmetalle finden, die wir auch brauchen, um weiterzubauen. Denn wir hatten ja in der letzten Folge das Problem, wir wollten so gerne, wollten wir da einen Tresen bauen, aber dafür brauchten wir Eisen und wir hatten kein Eisen mehr. Deshalb Pika Pika Jima, das ist der richtige Ort, wo wir hin müssen jetzt. Und da sagt auch der Captain, oh ja, wohl du, also nach Pika Pika Jima kannst du jetzt gehen, das wird doch schön. Dann bringen wir uns da doch mal hin. Und ja, er will natürlich speichern und wir sagen, hi, speichere mal. Und damit deine wertvollen Dinge nicht verloren gehen, dann verstau die nochmal in den Beutel. Und dann rauf auf Schiff mit dir. So, Pika Pika Jima heißt der Ort. Pika Pika heißt so viel wie glänzend, strahlend, so funkelnd. Ja, dieses Funkeln, auch wieder Lautmalerei. So wie es hier gang und gäbe ist bei den Ressourceninseln, dass man die lautmalerisch unterzeichnet. Und wie gesagt, Pika Pika, wir lassen uns jetzt gleich mal dem Glanze vollkommen offen entgegenblickend hinreisend. Und jetzt gucken wir mal hier, das ist doch immer, das ist ja mal wirklich wunderschön, die Moonburg. Da kriegt er gleich mal ein Like von mir, verdient ein Like. Und gucken wir noch mal hier, auch nicht, komm, auch Like, ich like hier fast alles, weil alles so geil aussieht. So, alles sieht besser aus als bei uns. Jetzt sind wir hier auf der nächsten Ressourceninsel, Pika Pika Jima. Und auch wenn wir erst vor kurzem auf der Fusa Fusa Jima waren, so hieß sie glaube ich, ne? Sind wir jetzt schon auf der nächsten Ressourceninsel. Es geht hier auch Schlag auf Schlag. So, und wir müssen natürlich auch wieder fleißig checken. Das wollen wir natürlich im gleichen Zuge auch wieder machen. Ah, da können wir auch wieder das checken, halt da. Ja, hier noch die Gesteinsschichten, diese verschiedenen Arten. Da vorne auch noch was, der Boden geht ja auch. Können wir den auch checken? Kann man auch checken. Guck mal hier, kriegen wir gleich die letzten Checks hier. Meine Fresse, ist ja unfassbar. Kann ich den Captain auch vielleicht gleich nochmal abchecken? Der wird sich sicherlich auch freuen. So, und die ist ganz im Zeichen des Gesteins errichtet worden. Das ist super, weil wir Steine brauchen. Und ihr seht, oha, fiese Kreaturen, die wir natürlich auch nur mit dem Hammer besiegen können. Zack, so einen würde ich gerne, sehr gerne sogar, rekrutieren. Das wären auch alles mal Gegner, die wir mal mitnehmen können, oder? Aber erstmal müssen wir sie auch besiegen können. Man merkt, sie sind auch ein bisschen stärker. Aber verlieren Stein. Ist ja fantastisch. So, wir checken weiter. Und die haben auch schöne Gesteinsarten, die wir wahrscheinlich auch noch irgendwie bei uns mit reinbringen können. Hä? Sieht doch alles ganz schick aus. Oh oh. Da kommt so eine giftige Raupe. Die hauen wir doch zu Brei. Komm. Da war auch noch was zum Checken. Ja, Erde. Da schließt sich von selbst. All das wollen wir aufschreiben. Was ist das denn hier? Hä? Ach. Okay, die schlafen also hier im Boden, oder wie?
Oh, verdammt. Da hau ich doch mit dem Hammer lieber drauf. Meh. Ja. Vorher ist er zerbrochen. Gott sei Dank. Aber uns fällt ein, wenn wir schon diese Explosionssteinsplitter sehen, könnten wir doch magische Bomben bauen. Das wäre doch was, oder? Und vielleicht auch nochmal ein paar veraltete. Die sind aus ein bisschen abgestandenem Eisen errichtet. Und ja, die haben auch ganz schön Kraft. Aber wie gesagt, moderat. Also da kann man dann wahrscheinlich verschiedene Explosionsstufen auswählen. Jetzt checken wir hier kurz diese Säule. Können wir die auch mitnehmen? Nee, das Gestein aber. Hier können wir nochmal checken. Schwarzer Fels. Komm, Raupe. Vielleicht können wir dich ja auch irgendwann mal noch rekrutieren. So, komm, dich machen wir auch noch fertig. Da hinten sind auch so komische Schleimbusen. Was ist denn das? Das müssen wir ja mal gucken. Hier, aber erstmal noch das Wüstenkraut. Auch nicht schlecht. Zack. Aber es gibt noch viel mehr Gestein. So viele verschiedene Sorten. Halt, den Kiesel hätte ich auch noch checken können. Machen wir gleich. Erstmal kommt der Pilz dran. Ja. Sehr gut. Und hier der große Stein, den wir auch gleich tilgen werden. Den werden wir nämlich gleich hier zerpflücken. So. So, mein Kollege. Komm mal her. Ja. Keine Chance hast du gegen uns. Was sind denn das für Teile hier? Das ist ja irgendwie eklig, ne? Buyo Buyo Jelly. Also das ist Gelee. Liebriges Gelee. Das sind Nester für Schleims. Ach so. Auch nicht schlecht. Da wachsen die also raus. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie Schleime geboren werden. Haben wir bisher auch noch nicht so gesehen gehabt, ne? So, was gibt's denn hier? Wir hören ein Rumoren. Hätte ich mir doch glatt gedacht. Eine Vulkaninsel und ihr seht, die Lava breitet sich aus. Dann hoffe ich mal nicht, dass wir hier gleich noch von Lava attackiert werden. Aber ein Hammerbruder, den würde ich auch gerne rekrutieren. Denn ihr wisst ja, wir haben ja unsere Flucht auf der Gefängnisinsel komplett mit Hilfe des Hammerbruders geschafft, indem er uns da rausgegraben hat. Das wäre auch mal was, ne? Kaffeebohnen. Ja, super, cool. Wir müssen auf jeden Fall unsere Feldwirtschaft auch immer nochmal ausbreiten. Was haben wir hier? Verbranntes Gras. Und weiter geht's hier. Nee, der Hieb wird nicht sitzen. Dafür meine Schläge. Umso eher. Komm her. Ich esse mal nochmal. Oh, lecker. Ein Traum. So viel Seegras. Ich kriege aber eine Jodvergiftung. Meine Fresse. So viel, wie wir uns hier reingejagt haben. Oh, guck, da will einer ein Brownie. So heißen die ja eigentlich. Nicht Hammerbruder, sondern Brownie. Will unser Kollege werden. Komm, kriegst du da? Du hilfst uns beim Bau der Pyramide, mein lieber Freund. Komm mal mit. Ein Brownie reicht aber. Oh, hier können wir nicht weiterfliegen, weil hier die Lava dominiert. Ich verstehe. Aber den Kiesel, den können wir schon mal registrieren. Ja. Sehr gut. Hier sind auch noch große Gesteinsberge. Da gibt es auch ganz viel Stein. 23 sogar. Da lohnt sich richtig hier zuzulangen. Und er will. Und sobald er T ausgesprochen hat, fliegt er uns um die Ohren. Und das könnte schlimme Folgen haben. Oh, eine Schwefelwolke. Ganz gefährlich. Komm. Weg mit dir. Hier, wollen nochmal die Lava hier markieren. Und vielleicht auch den Lava-Stein dort. Brennender Stein. Ah, der mit seinem Laser da hinten. Ah, bloß auf. Wir wollen dort oben noch die Ressourcen markieren. Gucken, gehen wir mal hoch.
Hier sind jetzt überall verschiedene Erze. So. Komm mal mit. Gib mir deinen Körper. Ich brauche ihn. Klingt verdammt falsch, aber es ist tatsächlich so. Denn wir brauchen wirklich Stein. Viel mehr Stein. Können wir das nicht hier verzeichnen? Haben wir das? Nee. Können wir das nicht checken? Goldblöcke scheinen da nicht registriert haben zu wollen. Das ist ja... Na gut. Aber wir können ja ein bisschen was mitnehmen. Ist ja vollkommen legitim, ne? Oh Mann, das ist aber viel. Was kriegen wir so nicht klein? Da müssen wir schon mit dem Hammer so raufhauen. Müssen wir jetzt auch nicht so viel sammeln. Ein bisschen haben wir ja auch noch. Da können wir, wenn wir Bedarf haben, können wir hier nochmal hin zurückkehren und dann wirklich fleißig die Berge plündern. So, das Gerippe, können wir das noch wenigstens mitnehmen? Ja. Ein totes Tierchen. Sieht fast aus wie eine Kuh, die wir auch übrigens unten rechts schon sehen. Die müssen wir nämlich auch regressieren und am besten auch eine mitbringen. Das wäre doch mal ganz schön, oder? So, noch eine Feuerraupe. Die wird platt gemacht. Natürlich. Und Stein kommt auch mit. So. Und Leute, weiter geht's. Hier lang. Sieht auch wild aus, ne? Mit den großen Feldtürmen, die sich hier empor zeigen. Auch nicht schlecht. Und natürlich weitere Gegner, die von uns besiegt werden wollen. So. Mega! Tee kam Gott sei Dank nicht. Aber hier, noch so ein Viech. Komm her. Die kann man effektiv mit dem Hammer erledigen. So, dann wollen wir mal weitergehen. Und auch vor allem ein bisschen schneller sein, bevor uns die Lava hier einholt. So, den noch mal mitnehmen hier. Was brauchen wir denn noch alles? Guck mal, steh mal auf. Jawohl. Also ich denke, das Ernten wäre hier sehr viel leichter, wenn wir tatsächlich mit Sprengsätzen arbeiten würden. Da müssen wir mal ein paar Bomben dann bauen und dann nochmal zurückkehren. Wobei, nee, die können wir gar nicht mitnehmen, weil die zu Hause ist, ne, oder? Mal gucken, jetzt erstmal hier das checken. Das ist nämlich eine Silberader. So, kommen wir mal noch ein paar mit. Wobei, letzten Endes, wir kriegen eh unendlich Silber, wenn wir das hier abschließen. Deshalb lassen wir das mal. Da ist ein Golem, der uns höchstwahrscheinlich feindlich gesinnt sein wird. Das ist wieder Gold, ne? Brauchen wir das nämlich auch nicht. Oh, hier können wir nicht fliegen, weil es zu heiß ist. Komm schon. Jawohl. Ein bösartiger Drache erwartet uns dort vorne schon wieder. Und ein roter noch obendrein. Wir müssen natürlich jetzt auch aufpassen, weil ich erst mal... Lecker, 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 lecker. Super gut, das war fantastisch, das hat uns gestärkt. Den müssen wir doch gleich noch klein kriegen da hinten. Erstmal sollte ich aber die Aggressoren hier in seiner Umgebung vernichten. Ja, ja. Bevor die uns noch Probleme machen. So, ihn zum Beispiel auch nochmal. Okay. Los geht's, komm. Mach ihn fertig. Jawohl. Ich kann mal ganz so ein paar Sachen wieder weg ins Inventar räumen. Das Brot, das esse ich nochmal. Und dann wollen wir den Drachen erledigen. Das wird ein starker Gegner sein. Deshalb sollten wir erstmal hier die Viecher hier erledigen. So, und
unserem Shido und unserem Hammerbruder werden wir ihn jetzt auch noch klein kriegen. Davon gehe ich aus. Mich wundert, dass ihr keine Bossmusik oder so jetzt einspielt, weil das ist doch schon, ein großer Konventsmann. Kein normaler Gegner. Trotzdem habe ich sehr wenig Respekt, wie ihr daran sehen könnt, dass ich nicht ausweiche. Was ich aber machen sollte, denn das wird dann doch schon eine Stufe zu heftig für mich. Mal aufladen vielleicht? Hm. Ja, das geht schon. Verdammt. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Das heißt, wenn gleich noch die Gespenster hier mitmischen, dann wird es schwierig. Ja, aber ihn haben wir zumindest gleich schon mal erledigt. Und das machen wir auch mit einem großen Knall auf sein Hinterteil. Das war's. Dafür gibt's ganz viel Drachenfleisch. Das ist schön. Und hier haben wir gleich noch ein bisschen mehr Stein zum Mitnehmen. Die Insel gefällt mir unglaublich gut, muss ich sagen. Weil, so karg sie auch aussehen mag, hier gibt's so viele Ressourcen. Und eine Kuh vor allem da hinten. Ach, sehr schön. Komm mal her, du Kleines. Zwar ist es vielleicht nicht so strategisch gut, dich jetzt schon mitzunehmen, weil du dann die ganze Zeit... Ah, verdammt. Hin und her eiern musst. Aber ich brauche die Kuh. Ah, ich bin zu forsch gewesen. Langsam muss ich gehen. Jetzt kommt auch noch das Viech. Ach, Mann! Diese widerliche Kackraupe. Weg mit dir. Zu viele Gegner einfach. Ganz langsam. Und dann streicheln. Komm mal her, mein Kleines. Ja. Und die Kuh mag uns. Und folgt uns jetzt fortan. Und damit haben wir auch die Kuh entdeckt und auch gleich registriert. Moor macht sie. Ein ganz schönes Gemur. Und jetzt brauchen wir noch ein paar verschiedene Blöcke. Und was ist denn das da hinten für ein Block? Hier auch noch nicht gesehen. Ist das Schiefergestein oder sowas? Was ist das? Da müssen wir doch gleich mal hin. Hier komme ich gar nicht durch. Aha. Da muss ich mal ganz kurz hier ein paar Erdblöcke nehmen. Und mir eine kleine Brücke bauen, weil ich will die... diese Gesteinsschicht mal genau unter die Lupe nehmen. Hier, ne? Was ist das? Schwarzer Fels. Da können wir auch was Cooles draus bauen. Am besten für die dunkle Festung, die wir noch planen. Auf unserer leeren Insel. Müssen wir natürlich auch für Shido eine Heimat bauen. Und ich habe gedacht, vielleicht machen wir das mit einer finsteren Festung. Wo genau und wie das aussehen soll, das weiß ich noch nicht. Da habe ich noch keine Pläne geschmiedet, aber hier kann man auch... hier kann man nicht fliegen, das ist schwierig. Dabei müssen wir doch so dringend hier hin, weil da die nächsten Ressourcen sind, die wir registrieren wollen. Upsala. Da kommen wir nicht hoch. Das heißt, wir bauen uns den Weg nach oben. Halt. Ja, und Shido, der taucht so ein bisschen durch die Lava. Wirklich weise ist das jetzt nicht, muss man sagen. Aber was soll man sagen? Haben wir das auch? Da vorne das Gestein ist Silber, das brauchen wir nicht. Aber noch mehr Steine. Immer vor Augen natürlich, dass wir in unserer Pyramidenmall ganz, 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 ganz viel Stein noch brauchen. Hier sind noch mehr Kühe. Und die Kuh... Nein, 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 was machst du nur? Oh Gott. Das war traurig. Na komm, dich nehme ich auch noch mit. Denn wir wissen ja nicht, was passiert. Falls die eine stirbt, haben wir wenigstens noch eine. Und hier ist ein dunkler Ritter. Den werden wir auch gleich noch erledigen. So, das ist ein starkes Monster. Der wird auch als starkes Monster jetzt betitelt. Und das merkt man auch, weil er unsere Kuh mit einem Schlag fast tot macht.
will nicht wissen, was passiert, wenn er auf uns einschlägt. Ja, doch, Schaden gibt's auf jeden Fall. Komm, nein, 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 nicht auf die Kuh! Du Drecksau! Oh, eine Kuh wurde zu Fleisch verwandelt. Fleisch und Fell. Ich werde sie rächen! Was ein fieser Typ, oder? Oh, komm, Shido. Lass uns mal unsere besondere Fertigkeit hier einsetzen gleich. Die andere Kuh ist auch tot. So eine Drecksau. Ja gut, wenn man Kühe mit sich führt, sollte man nicht solche starken Konfrontationen suchen. Das war auch nicht sehr weise von mir. Das gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt alles dran setzen, dass wir ihn im Namen unserer Kühe seine gerechte Strafe beziehen werden. Und das wird auch so richtig schön gehen. Ja, das hat was abgezogen, aber hat noch nicht gereicht. So, weiter geht's, komm. Dafür will ich aber auch eine ordentliche Belohnung haben. Meine Fresse. Komm schon. Weiter. Jawohl. Gleich müsst ihr fallen. Und noch einmal von hier. Nur noch wenig Energie hat er übrig. Jawohl, ein paar kritische Treffer noch und dann war's das mit ihm. Und wir kriegen eine Statue von ihm. Perfekt für unser Museum, das ich auch noch bauen möchte. Das wäre doch auch noch was Geiles. Ein Museum, wo wir alle Monsterfigürchen auf rein. Also, das sei auch schon mal angeteasert an dieser Stelle. Ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht sogar auch in der Pyramiden-Mall mit reinbaue, als also großes Touristenzentrum, oder ob wir da einen eigenen Bau machen. Könnte ich mir auch vorstellen, fast, dass man das macht. Oder halt im Keller irgendwo da, weil wir brauchen sehr viel Fläche. Das steht fest. Sehr, sehr viel Fläche. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Hier geht es mir noch hoch. Da können wir aber nicht so hoch. Da müssen wir uns ein kleines Podest hier bauen. Hier sind noch ein paar Kaffeebohnen. Nehmen wir alle mit. Und auch hier. Dann werfe ich mal den Blick auf die Karte. Wir haben noch gar nicht so viel gesehen. Die Insel scheint wieder gigantisch zu sein. Und wir suchen auch immer noch den Händler. Ich weiß noch gar nicht, wo ich jetzt hin. Soll ich mal hier hingehen? Einfach mal nach Norden. Und da wird gleich wieder alles abfackeln, jawohl. Oha. Ziemlich gefährlich. Ziemlich gefährlich. Also das ist im Vergleich zu den anderen Inseln, ist das schon wirklich eine Herausforderung hier, die Ressourcen auch zu finden, alle. Da vorne ist das blaue Gestein womöglich. Na komm, den erledigen wir noch. Jawohl, gekonnt, vernichtet. Und hier wollen wir natürlich auch noch hoch. So. Und so erklimmen wir den Felsen und ich habe schon mein Auge auf die blauen Steine dort gelegt. Die braucht man nämlich auf jeden Fall noch. Komm schon. Sehr gut. Achso, das war unser. Okay. Man muss aufpassen, man darf natürlich auch nicht seine Kollegen hier erledigen. So. Kurze Sprünge schaffen wir, bevor es immer abbrennt, aber wir dürfen uns nicht zu sehr drauf verlassen. Ja, erstmal checken. Blue Metal. Blaues Metall ist schon mal ganz gut. Ein paar haben wir davon ja schon, deshalb müssen wir gar nicht groß sammeln. Kohle, müssen wir die eigentlich auch registrieren? Ja. Und natürlich auch die Steine hier. Das ist nämlich der letzte Steinblock, der dort oben gefehlt hat, ne? Achso, nee, das hat er jetzt... Achso, okay. Nicht die Kohle, sondern den Stein hat er registriert. Ich werfe nochmal den Blick hier lang. Okay, gut. Wir können eigentlich hier weiter jetzt. Hier ist auch keine Lava in Sicht, deshalb können wir hier frei fliegen und da stürzen wir dann ab. Das ist jetzt auch nur unser erster Trip hierhin. Wir werden diese Insel natürlich noch öfters besuchen, um hier dann auch gezielt bestimmte Ressourcen zu sammeln. Will ich jetzt eigentlich gar nicht groß machen. Natürlich nehme ich von allem ein bisschen was mit. Aber der erste Besuch der Insel ist immer nur dazu da, um die Listen abzuchecken und jetzt zumindest auch mal einen kleinen Überblick zu kriegen, was es denn alles gibt, wie sie aussieht. Und vor allem auch, um den Händler zu finden, der hier irgendwo versteckt sein muss.
So. Oha. Mal gucken, wir nehmen die Kuh natürlich nochmal mit. Vielleicht will sie diesmal bei uns bleiben. Wobei, die anderen wollten auch bei uns bleiben, aber sie haben es leider nicht geschafft. Das ist das Traurige, ne? Na, komm mit, du. Komm mit, du. So, wo geht's denn hier weiter? Links und rechts über Lava, das heißt, hier wird es schwierig sein mit dem Fliegen. Rote Gestein ist dort oben. Hier auch. Da müssen wir hin. Und da kommen wir auch hin. Es wird aber ein bisschen Bergsteigen mit inbegriffen sein. So, Moment. Da ich den Stein hier nicht kaputt machen kann, müssen wir das so machen. Es geht halt nur mit dieser Klettertechnik. Komm schon. Checken wir mal. Das rote Erz. Ich glaube, davon haben wir sogar noch was im Inventar, ne? Ne, haben wir noch gar nicht hier. Oder Edelstein. Dann nehmen wir noch ein bisschen was mit, denn da können wir bestimmt auch viele tolle Sachen noch bauen draus. Na komm, reicht. Oh nein. Ah. Hätte ganz vergessen, so weit oben. Aber trotzdem stürzen wir ab. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen nach Norden und die Mitte gucken wir uns dann am Ende an. Also muss ich doch in die Richtung. Und wir sehen schon, der Norden, der ist nicht so sehr ergiebig. Da ist nämlich schon das Meer wieder. Aber ist schon spannend. Ist wirklich, das ist eine Vulkaninsel, wie sie im Buche steht. Und das finde ich schon verdammt cool. Hab ich gerne hier, den Ort. Den habe ich ziemlich gerne. Hier werden wir auf jeden Fall wieder, wenn wir wiederkommen. Und ja, müssen wir auch, weil die Kühe... Guck dir erst mal an, was macht ihr denn da? Warum legt die sich denn in die Lava rein? Heilen kann ich sie, glaube ich, auch nicht, oder? Kann ich der meine Heilkräuter geben? Streicheln kann ich sie. Ja, aber das bringt nichts, wenn sie kurz vorm Exitus ist. Das rettet kein Leben. Das ist das Problem, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall noch halt... Ah, gut. Jetzt hat er mich eingeschläfert. Grüne und rote Steine. Okay. Also eine andere Form von roten Stein. Rotes Erz und nicht rote Edelsteine, glaube ich, ne? Und grünes Smaragd und das ist da oben. Okay. Das heißt ganz nach oben. Aber wir sind bereit. Hoffe ich zumindest. Kuh, du bleibst am besten unten. Das ist ein gefährlicher Aufstieg hier. Ach, verdammt. Ja, guck mal, selbst wenn ich das schon nicht schaffe, dann müssen wir uns am Hang entlang kämpfen. Mal gucken. Und irgendwo muss auf dieser Insel auch noch ein Gebäude sein, beziehungsweise eine Struktur, die zu diesen 100 schönsten Orten gehört. Wir hatten ja auf der allerersten Insel, hatten wir ja dieses, wie das wandelnde Schloss sah das aus, dieses verrückte Gebäude. Dann hatten wir auf der letzten Insel den Garten. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Wir werden auf jeden Fall gleich einen guten Überblick haben, wenn ich es denn schaffe, hochzukommen. Kuh, du bleibst unten. Wir machen es mal so. Wir eigentlich nur das grüne Gestein oben haben. Oh Mann, oh Mann. Ich will jetzt hier nicht abstürzen. Beim besten Willen nicht. So. Da. Das ist grünes Gestein. Und jetzt haben wir Silber. Und zwar unendlich. Und das können wir als Färbemittel benutzen. Und das finde ich schon fantastisch, weil wir damit richtig schön grüne Möbel und alles Mögliche zaubern können. Ich reiße einfach mal alles ab. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir nichts mehr tragen können. Das heißt, wir brauchen ein Lager auf unserer Insel, wo wir große Lagerkisten machen, wo wir dann wiederum die ganzen Ressourcen reinhauen. Weil das hat so keinen Zweck. Wir können noch ein bisschen Färbemittel mitnehmen. Und dann gucken, wo es uns als nächstes hinführt.
Okay. Wahnsinnig groß hier, ne? Aber ich glaube, der Norden ist jetzt so weit erkundet. Da geht es noch zwar ein bisschen nach vorne, aber ich glaube, da wird auch nicht mehr viel sein. Sehen wir denn sonst noch irgendwo das grüne Färbemittel? Irgendwo etwas, was uns weiterbringt? Gucken wir nochmal die ganze Karte an. Ah, ich weiß ja nicht. Hier das Innere der Insel vielleicht. Oder hier auch noch. Hier dürfen wir auch nicht verbrennen. Oh doch, hier dürfen wir verbrennen. Ich muss also mehr am Meer lang fliegen. Hier vorne vielleicht? Guck mal hier, das sieht doch auch imposant aus. Hier waren wir aber auch gewesen, ne? Ja. Dann könnte man jetzt hier nach links nochmal so weit fliegen. Da, wo der Golem schon aus der Ferne zu sehen war. Da wollen wir nochmal hin. Ich muss mal ganz kurz, hier haben wir noch ein leckeres Steak. Das essen wir natürlich noch. Und die Steine werden wir selbstdrehend auch noch mitnehmen. Ist ja Ehrensache. Müssen wir gleich noch aufsammeln mit vorne. So, Shido, helf mir mal. Alles mitnehmen. Ah! Ich kann sagen, er kann mir hier ein bisschen mehr dabei helfen, die Steine einzusammeln. Und die Angreifer natürlich hier aus dem Weg schaffen. So, dort hätten wir... Der Golem. Ich vermute mal, dass das das Ende von unserer dritten Kuh sein wird hier. Aber es hilft ja nichts. Den Golem möchte ich auf jeden Fall auch noch vernichten. Also alle miteinander, kommt mal mit. Oh, 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 oh. Der ist wütend, ne? Und er hat sich verstärkt. Aber es ist keine Bossmusik, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber trotzdem hat er ordentlich Wumms hinter seinen Schlägen. Oh, verdammt, ja, tatsächlich. So, komm schon, Chido. Die Kuh ist außer Reichweite, das ist gut, die wartet da. Halt, nimm... Oh, hab ich fast von dem Tierfutter genascht. Komm schon, nicht aufgeben. Nicht ausweichen, einfach zuschlagen. Komm schon. Paar aufgeladene Schläge. Und schon ist seine Energie auf die Hälfte runtergebrochen. Und ich freue mich schon, gleich belohnt zu werden. So ein großer Golem wäre auch ganz cool in unserer Monstersammlung, oder? Ein zweiter Gordon. Diesmal nur aus Stein. So, jetzt aber. Das dürfte reichen, oder? Jawohl. Und was kriegen wir da? Steine für den Boden. Auch nicht schlecht. Davon haben wir nämlich auch nicht unendlich. Nehme ich also alles dankend an. Noch viel lieber hätte ich jetzt natürlich das rote Gestein und den Händler gefunden. So. Aber ist schon mal ganz cool, dass es uns storymäßig jetzt hier hingeführt hat. Gerade da, wo wir ja in letzter Zeit so viele Probleme hatten mit den Ressourcen und wir wirklich händeringend alle Steine an uns gerissen haben. Fortan wissen wir genau, wo unsere Adresse Nummer 1 ist. So. Jetzt will ich aber auch mal weiterkommen hier, komm. Hier oben vielleicht? Wo ist die Struktur, die wir suchen? Ich könnte mir auch vorstellen, hier irgendwo oben auf dem Felsenzug. Komm ich da rüber? Ja, gerade so. Habe ich ja alles schon, ne? Ja. Komm, kleine Kuh kriegt noch eine Streicheleinheit. Und dann wollen wir hier noch mal ein bisschen weiter kraxeln. Moment. Hoppala. Das weg und hier hoch. So. Da wären wir doch soweit dann oben schon mal. Seht ihr irgendwo? Da oben ist es. Das ist das rote Gestein, was wir suchen. Das heißt, wir müssen auch hier jetzt hoch. Ist immer ein bisschen schwierig, weil wir komplett hoch müssen.
Was mache ich denn hier jetzt? Alt! Ach! Und vor allem, wenn man sich so doof anstellt wie ich, ist das ein umso größerer Akt. Upsala. Könnte es auch so machen. So natürlich nicht, aber so. Und dann von hier dahin und dann... Ach, Mann. Mann, ist das ein Gefummel hier. So, gleich sind wir oben. Am leichtesten wäre es natürlich, wenn wir eine Leiter hätten. Ach, guck mal. Das Grüne gibt es hier auch wieder. So, und damit haben wir alle Listen abgearbeitet. Jawohl. Können unendlich bauen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Hauptziel erledigen. Und das wäre den Händler finden. Und der wird sich irgendwo bei dem besonderen Gebäude rumtreiben. Da gehe ich von aus. So, Färbemittel nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn nochmal hin? Sehen wir hier schon was? Ah, nee, man müsste es eigentlich aber erkennen. So, auf die Karte guck, vielleicht hier runter. Entweder hier noch, aber ich kann mir vorstellen, auch hier im Süden. Komm schon, nicht verbrennen, nein! Wenigstens eine weiche Landung. Ein bisschen blöd. Dass wir da nicht so leicht hochkommen dann. Und beziehungsweise auch wieder runter. Komm schon. Ja. Die Kuh lebt noch, also was für ein Wunder. Ganz ehrlich, damit hätte ich nicht gerechnet. Wo in aller Welt könnte man hier einen Händler finden? Da vorne. Schau mal, da vorne ist doch was. Hat mich schon gewundert. Ich wollte gerade schon sagen, wie kann man hier in diesem... Das ist ja eigentlich ein sehr lebensfeindliches Gebiet. Mit der ganzen Lava und den bösartigen Kreaturen. Warum sollte hier jemand wohnen? Aber scheinbar wohnt hier tatsächlich jemand und der müsste hier oben sein. Ich nehme noch die Steine mit. Und wie gesagt, wir nehmen ihn dann mit nach Haus. Und werden dann hier später nochmal hin, wenn wir denn dann noch mehr Steine sammeln wollen. Aber wir müssen erstmal auch ein Lager oder sowas schaffen. Damit wir unsere Taschen leeren können. Ach, guck mal. Missionsziel führt uns auch direkt hier hin. Aber erstmal wollen wir die Gewitterwolke auch loswerden. Jawohl. Ein starkes Monster. Für uns nicht stark genug. Okay, du willst hier unten kämpfen. Kannst du haben. Oh, verdammt. Oh, Mann, ja. Okay, gut. Problem ist, wenn jetzt auch eine Schwefelwolke mitmischt und dann noch die ganzen anderen Raupen hier dazu schreit und auch noch Explosivsteine. Das weiß man natürlich, den hier kaputt machen. Bevor der uns um die Ohren fliegt. Okay. Maximale Entladung. Jetzt haben wir auch noch ein Glubschauge, auch noch verzimmt. Es ist ja wirklich ein Chaos. Verdammter Mist. Der ist schon stärker wieder, ne? Beziehungsweise hat relativ viel Energie. Und ich mache auch nicht allzu viel Schaden. Was? Okay. Wir sind paralysiert. Das ist ein lästiger Gesell. Also da hoffe ich auf jeden Fall jetzt auf diesen Schlag. Der ordentlich Schaden macht. 1050, aber er ist immer noch nicht wirklich geschwächt. Okay, das schaffen wir aber. Das ist der Schlüssel zum Händler. Wenn wir ihn erledigt haben, ist der Weg frei. Und auch unseren Hammerbruder hat er paralysiert. Aber die Kuh steht standhaft hier noch. Aber, oh nein, ich darf sie nicht mit in die Angriffslinie führen. Oh nein, Kuh geht da raus. Flieh bitte. Oh nein. Ich will nicht die letzte Kuh auch noch verlieren hier. Wir müssen uns echt beeilen. Das Teil muss sterben. Komm schon, Shido. Jawohl. Nein, warum folgst du mir denn so treu, Kuh? Geh mal weg aus dem Feld hier. Ah, Shido schlägt sich gerade mit den Chimären dort rum.
Dabei sollte er doch lieber hier an dieser Front kämpfen. Denn dann können wir den nächsten Angriff starten. Jawohl. Und damit die Kuh auch töten. Ja, das... Wir haben unsere eigene Kuh getötet. Aber da hinten ist eine neue, komm. Ist noch eine, oder? Ja, ich glaube schon. Die werden wir natürlich dann gleich auch noch rekrutieren. Damit wir wenigstens ein Tier erstmal mitnehmen. Okay. Noch eine Lähmung, aber das macht nichts. Denn auch so werden wir jetzt gewinnen. Komm schon. Jawohl. Puh. Das war ein harter Kampf, aber dafür kriegen wir auch gleich ein Rezept. Und zwar das Schild von Fujin, dem Windgott, oder den Donnergott. Das Fujin ist der Windgott. Gott des Windes. Entsprechend auch die Wolke. Was wir jetzt mal machen sollten, ist was wegwerfen. Wie zum Beispiel das hier. Halt. Nein. Ach, nicht. Ah! Wegwerfen, habe ich gesagt. So. Ja. Dann können wir nämlich hier die Wasabi, die scharfen Wasabi-Samen mitnehmen. So. Dann machen wir nochmal ganz kurz hier ganz, ganz zaghaft. Sagt auch Shido, ganz langsam herantreten und dann haben wir sie auf unsere Seite gezogen. Das ist doch schön. Und da sehen wir das Haus von dem Händler. Das ist unsere nächste und letzte Station für diesen Inseltrip, für diese Expedition. So, da haben wir es. Samt dem Händler, der sich hier auch hingelegt hat. Aber du kannst gleich aufstehen. Ich bin Peru. Und ja, ich bin ein Händler. Ich bin auf der Suche nach dem Geruch von Gold und Geld und das liebe ich so sehr. Und deshalb bin ich auch aus meiner Heimat, von meinem Heimatdorf verschwunden. Und ich habe endlich einen Ort gefunden, wo ich es rieche. Das Geld und den Reichtum. Und du bist es. Der Geruch haftet dir an. Ich rieche den Duft von Geld. Der strömt aus dir hervor. Und wie wär's? Nimmst du mich mit auf deine Insel? Wär das nicht was? Natürlich. Hehehehe. Also, ich wollte eh schon die ganze Zeit von meiner Insel verschwinden und ich habe jetzt gesehen, jetzt wo ich dich treffe, es hat sich gelohnt, von zu Hause abzuhauen. So, und jetzt haben wir Peru in unsere Kameradschaft hier eingegliedert. Das ist doch schon mal ein weiterer guter Schritt in unserem Tun hier. So, und wir gucken aber nochmal das Gebäude an. Wenn wir schon hier sind, was haben wir denn hier? Fenster aufmachen? Nee, ne? Ein Tomatengarten und hier ein paar Blumen. Das ist ein bisschen eng, ne? Aber innen sieht schon gemütlich aus, Peru. Also ich weiß nicht, ob ich das zu Hause aufgeben würde. Wobei würde ich wahrscheinlich schon machen, weil es einfach draußen zu ungemütlich ist. So, ich heile mich nochmal kurz und guck mal hier. Setzen wir uns mal hier hin. Das war schön, gut gesessen. Sieht man von hier wenigstens das Meer? Ja, von hier sieht man das Meer. Schöner Blick. Ach, guck mal. Das sind alles Sachen, die brauchen wir auf jeden Fall für unseren Waffenladen dann. Da, guck mal, die kennen wir doch auch, die Hude. Aus dem ersten Teil, oder? Das gleiche Bild, ja. Das Bild von meiner Freundin. Hing doch auch überall. Hier kann man nochmal schlafen. Wollen wir aber nicht. Kamin, auch schön. Also so viele Dinge, die man hier bauen kann. Runder Tisch. Brote. Leckeren Tomatensalat. Herdplatte. Eine Uhr. Und hier draußen noch eine schöne Sitzgelegenheit. Also wirklich auf engstem Raum sowas Schönes zu bauen, das ist schon eine Kunst. Hier draußen kann man lang gehen. Und was ist das denn hier? Gucken wir mal. Achso, guck mal. Und hier werden wir jetzt darum gebeten, also eine, sagen wir mal so, eine Opfergabe darzubringen. Und zwar insofern, das ist wahrscheinlich so eine Art Altar oder eine Gedenkstelle. Und zwar sollen wir etwas hier platzieren, was nicht verbrennen kann oder nicht leidenschaftlich entflammen kann. Was auch immer wir jetzt hier machen wollen. Wir gucken mal, ist wahrscheinlich irgendjemand mit den... Das ist ganz cool gemacht auf jeden Fall. Ich
werde hier meine Kuh beerdigen. Das ist so das, was ich mir, was mir am Herzen liegt. Komm. Kann ich das hier? Da. Kuhfleisch in Ehren halten. Und damit haben wir das geschafft. Schönes kleines Hütchen. Kann man vielleicht irgendwann nochmal hingehen und sich ein paar Inspirationen abgreifen. Jetzt will ich mal zurückkehren. Wir haben hier noch einiges zu erkunden, aber das machen wir später. Denn was wir jetzt wollen, ist nach Hause mit unserer heilen letzten verbleibenden Kuh zurückkehren. Und ja, zurückkehren, wie gesagt, zu unserer leeren Insel. Also, alle Mann an Bord. Wir brechen auf, wir speichern nochmal und kehren zurück. Und mit der Rückkehr endet langsam auch die Folge. Ich werde natürlich noch den Händler kurz in seinen neuen Bereich einführen. Das ist ganz wichtig, ja. Wir wollen ja keine unvollendeten Dinge zurücklassen. Aber nochmal den Blick hier, guck mal, schöne Wintersiedlung. Das ist auch klasse, ne? Krass, wie haben sie das gebaut? Das ist also tatsächlich auch, ja, das ist alles durch... Dadurch, dass sie das Mädel hier so positioniert haben, ist alles aber im Kleinen aufgebaut, ne? Unfassbar. Was für eine Mühe sich die Leute machen. So, Peru. Da werden wir. So, alle Sachen wurden wieder an uns genommen. Und, ja. Die Kuh geht natürlich zum grünen Anbaugebiet. Der Brownie zum roten und so verteilen die sich. Und wir gehen einfach mal hier rauf. Und geben noch die Quest ab. Beziehungsweise zeigen wir dem Händler, wo er fortan seinen Handel treiben darf. Wir haben ja einen schönen Laden gebaut. Und da wartet auch Onba schon auf uns. So, Onba, komm mal her. Ah, mein kleines Kudandulein, du hast das einen Händler von der Ressourceninsel gebracht. Oh, wenn du jetzt auf der in dem Warenladen zum Preisschild gehst oder irgendwas hintust, ja... dann kann der Händler das allen im Dorf lebenden Leuten anpreisen und verkaufen. Und damit steigt die Freude bei allen. Und es werden noch mehr Bilderherzen gedroppt. Ist das nicht fantastisch? Hm, was? Was mit dem Gold, was das Gold anbelangt, um die Gegenstände zu kaufen? Du fragst dich, ob du nicht auch Geld oder Gold dann vorbereiten müsstest? Mein kleines Kudanulein. Was erzählst du nur für unsinniges Zeug? Was ist denn überhaupt Geld? Oh, Onba war, glaube ich, zu lange in der Mine eingesperrt. Hm? Ah, jedenfalls, Kudandulein, benutzt du die Preisschilder ganz gut? Ja, wofür auch Preisschilder denn? Dann kann man nicht einfach alles verschenken dann? Oder ist es ein Tauschwarenhändler? Keine Ahnung. Und ja, macht das alles lebendig hier. Der Händler wird, sobald die Pyramide fertiggestellt wird, seinen Laden eröffnen können. Okay. Ja. Und jetzt die Arbeit eines Händlers können wir jetzt machen. Wir gehen zum Preisschild. Und das Item, was wir dort dann verkaufen wollen, das wird dann da reingelegt. Und der benutzt dann das Preisschild, um das Item dann halt zu verkaufen. Und das steigert dann die Herzen. Ich will das mal ganz gut testen. Oh, der will auch noch was hier. Die sind alle ganz, ganz begierig, dass wir mit ihnen ein wenig hier noch helfen und arbeiten. Ich muss gucken, kann ich hier das einfach... Ah, okay, hier kann ich das dann reintun. Mal kurz gucken. Was könnte man denn mal anpreisen hier? Ja, ihr seht schon, das Inventar ist viel zu voll. Ich muss mal ganz kurz die Kiste öffnen. Und hier mal irgendwas reintun, oder? Ah, nee, das ist nur... Kann ich da nichts rein? Da kann ich gar nichts verstauen. Was ist das denn für ein Scheiß? Dann mache ich den Schrank mal hier hin. Da. Und da kann ich auch was reinmachen. Dann mache ich mal kurz die Statue rein. Zack. Ja, da können wir jetzt zum Beispiel die ganzen Statuen erstmal reinmachen und die dann später verkaufen. Da. Mal gucken, wir haben da noch viel mehr. Beziehungsweise nicht verkaufen, sondern ein Museum machen. Was laber ich denn? Ja, das können wir auch da reinmachen. Wir wollen nur nicht vergessen, was wir hier reingemacht haben. So, was könnte man denn hier jetzt anpreisen? Hier, wie wär's denn mit so einem Bronze-Ding? Da? Können wir das, wenn wir das hier jetzt hintun? Machen wir mal einen hin. Zack. Ach so, der schwebt dann drüber. Das ist ja cool. Da kann man dann sowas kaufen. Das ist ja fantastisch.
echt nicht schlecht. Also das Spiel, das bietet so viel, dass man fast nicht glauben kann. So, liebe Leute, das war's jedenfalls an dieser Stelle. Onba verschwindet hier wieder irgendwo in der Finsternis. Und ich sage, das war's an dieser Stelle. Beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter und es wird so viel spannender. Ihr werdet es kaum glauben können. So, den Untoten mache ich nochmal eine Stufe toter. Und dann war's das. Beim nächsten Mal geht weiter. Hier an dieser Stelle bis dann. Bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.